Wir haben heute ein neues Video in Denktechnik und wir nähern uns langsam in letzte Drittel von Videoserie. Wir haben heute Thema Felderstrategie im Mittelspiel. Teil 1. Ich werde ganz kurz erklären, warum Teil 1. Wir haben mehrere Strategien und heute wird Einarbeitung in Grundlagen von diesem Thema und die Baumstrategie mit einem Beispiel. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich werde vielleicht noch eine Stunde für Denktechnikgruppe machen mit zwei, drei Beispielen, dass dieser Teil vom Thema mehr leichter verständlich wird. Aber das habe ich noch jetzt nicht geplant. Gut. Was ist überhaupt Felderstrategie? Wir wissen von Anfang an, dass die Felder kann man gleich mit Raum irgendwie in Verbindung bringen. Zwei, drei Felder bilden immer einen Raum, schon zwei Bilder und auch ein Feld spielt eine sehr wichtige Rolle in einer Schachpartie. Gut, als erstes klären wir, wo werden wir einsetzen, diese Teil vom Wissen, was wir heute vorstellen. Das meiste ist so, dass zwischen 10. und 35. Zug diese Regel, die wir heute vorstellen, in einer offenen Stellung zur Geltung kommen, in geschlossenen zwischen 10. und 45. Das sind statistische Werte, nur nicht jetzt sagen, ja, die Stellung ist geschlossen und jetzt muss ich nach diesen Regeln. Es kann sein, wir kommen zu Abtausch, dann kommt zu Endspiel, dann werden die Endspielregeln, was wir schon gelernt haben. Weil dieses Teil, was wir heute vorstellen, ist von mehreren Themen, sagen wir, beeinflusst. Wir haben Thema gehabt Planung. Wir haben Thema gehabt Angriffsführung. Wir haben Königsangriff und Materialangriff. Das sind die sogenannten vier Themen, die am größten prägen Felderstrategie im Mittelspiel. Die anderen Themen, die wir bearbeiten, sind Begleitthemen. Wir haben Thema Felder als Grundbegriff gehabt, Thema Steine, allgemeine über Strategien, sogenannte vier Strategien. Wir haben gehabt KOZ, Farbe, Richtung. Das alles haben wir sukzessive in Videos und das alles, wenn jemand nicht alles gesehen hat, ist möglich, sich anzuschauen von vorher. Es geht unter Punkt 5 um grundlegenden Gesetz von Mittelspiel, sogenannte Handlungsprinzip. Jetzt kann ich die Experten, jetzt erfahrenste sind Jens und Frank, fragen, was ist ein Handlungsprinzip? Was ist unter diesem Gebiet gemeint? Jens, was meinen wir, wenn wir reden über Handlungsprinzip? Du stellst mir Fragen, woher soll ich das wissen? Jo. Handlungsprinzip heißt, dass wir eigene Strategie und eigene KOZ, dieselbe Farbe sind, kontrollieren und die gegnerische strategische Raum, der andere Farbe ist, angreifen. Das ist Handlungsprinzip, der in alle Arten von Strategien in Geltung ist. Man kann anders nicht machen. Man kann theoretisch ein strategisches Feld mit taktischen Mitteln schützen, wenn der Gegner eben angreift.
Oder ein KOZ-Feld, ein KOZ-Feld, wenn der Gegner sich querstellt und will Kontrolle behalten mit taktischen Mitteln, aber im Prinzip eigene KOZ und eigener strategischer Raum müssen wir kontrollieren und gegnerische strategische Raum angreifen. Das nennen wir in dritter Reihe von Beurteilung 3-1 Strategie, 3-2 Initiative und 3-3 Initiative Angriff. Warum Initiative Angriff? Das ist Initiative in Richtung gegnerischer strategischer Raum. Für damalige Methode-Experten Bangier war Initiative in KOZ-Initiative in gegnerischer Raum und ein eigener strategischer Raum. Das funktioniert nicht so. Es muss strikt getrennt werden. Zum Beispiel, die Planung haben wir schon gehabt, Angriffsführung, Material und so weiter. Oder Königsangriff. Das sind die Themen, die prägen immer ein Mittelspiel. Was ist extrem wichtig in so Denktechnik? Es geht um eine Reihenfolge nach Wichtigkeit. Was ist im Mittelspiel wichtig? Erstens Raum. Zweitens die Steine, die dieses Raum oder kontrollieren oder erobern oder angreifen. Dritte Strategie. Wenn man einen Angriff plant und dabei seine eigene Strategie verliert, muss man sich beschäftigen, dass man seine eigene Strategie verteidigt und dann kann man nicht angreifen. Das bedeutet, eine gesunde Strategie ist erste Bedingung, dass ich dann Initiative ausübe unter Punkt 4 und übergehe in Angriff. Das sind Punkte, ohne die kann ich nicht arbeiten. Wir müssen wissen, dass hier steht ganz dick geschrieben, in jeder Phase von Partie müssen wir unseren Spielraum, unseren eigenen strategischen Raum zur Verfügung haben. Man kann ihn ändern, abhängig davon, in welcher KOZ werden wir aktiv, welcher Raum von Gegnern werden wir angreifen. Das passen wir an, weil über Strategieraum ist auch die Farbe definiert, wie wir schon vorher gesagt haben. Aber wir müssen immer einen Ausgangspunkt eigenen strategischen Raum in jeder Phase von Partie haben. Das bedeutet, solange der Gegner nicht angreift unseren Spielraum, dann können wir unseren Spielraum auch ohne Decken von wichtigen Feldern oder Schützen von Spitz lassen. Wenn sich aber ein Angriff auf unseren Raum, sagen wir, in nächsten Zukunft so spiegelt, müssen wir mit wenigstens Material die beste Verteidigung aufbauen, dass der Raum nicht fällt und wir damit Probleme haben. Das bedeutet, fangen wir ein bisschen mit Feldern. Wir haben das alles sehr gut gelernt. Was ist Theorie von Feldern gemeint? Wir haben KOZ-Felder, strategische Felder, No-Name-Felder. Das ist alles schon bekannt. Aber wir haben auch lebenswichtige Felder. Ist das gemeint? Ein No-Name-Feld ist für Gegner lebenswichtig, wenn sich auf diesem Feld befindet der König. Mit König und aber auch Dame auf einem bestimmten Feld wird dieses Feld
Extrem wichtig. Dame wegen großen Wert und König wegen überhaupt im Spiel zu bleiben. Wir haben über Raum eine ganz einfache Raumregel. Das bedeutet, teilweise habe ich erklärt, ein Spieler sollte einst gerne strategischen Raum verfügen. Er sollte über KOZ gegnerische strategische Raum angreifen. Und immer sind das unterschiedliche Farben. Beide Seiten haben ein weißes und schwarzes Raum. Und das ist auch Ausgang. Man kann nicht sagen, ich wiederhole immer wieder skandinavisch, man kann nicht sagen, dass gut ist, dass der Weiße spielt ein weißes E4-Raum und der Schwarze versucht mit D5 ein weißes D5-Raum. Er hat Zug weniger, er wird immer in schlechte Situationen kommen. Der Problem zweite ist von Schwarz, deswegen ist am besten, dass Schwarz abwartet, was der Weiße zieht. Er legt vor, welcher Raum ist sein Wunsch, wenn er Bauer zum Beispiel, egal, Bauer E4 bewegt, er will einen E4-Raum haben mit einer E4-Baumstrategie. Wenn er C4 bewegt, wird er einen E4-Raum haben mit einer Planstrategie und so weiter. Wenn er Springer F3 spielt, ist ein D4-Raum aber nicht mehr so starkes Raum, weil eine Figur ihn definiert. Da kann gegnerischer Raum, gegnerischer Bauer dagegen kommen, wie zum Beispiel C5. Und der Raum ist schon eine Schwäche. So, wir haben hier alle vier Strategien, im Dokument Strategien, aber wir werden auch die zwei Hauptstrategien werden wir auseinandernehmen, welche Rolle spielen Bauern und Figuren in jeder einzelnen Strategie. Wir haben hier eine Theorie, die sagt, bei einer Bauernstrategie und bei einer Figurenstrategie sind unterschiedliche Aufgabenverteilungen zwischen Bauern und Figuren. Bei eigenen Raum sind die Bauern diejenigen, die 70% Arbeit erledigen, dass eigene strategisches Raum keine Schwierigkeiten hat. Besonders bei einer Bauernstrategie. Und nur 30% ist Figurenteil. Zum Beispiel in eigene KOZ und gegnerische strategische Raum anzugreifen, sind die Figuren 70% beteiligt und die Bauern 30%. Das ist so fast in jeder Partie. Wenn wir aber ganz auf Ende kommen, ins Eindringen von strategischen Raum, da sind Figuren 85%, die eindringen den gegnerischen Raum. Bauern sind nur Helfer. Besondere Rolle von Bauern ist, zerstören die Baumstruktur von Schutz von König, wenn das ein Angriff auf König ist. Weg von König in einen Materialangriff
sind Bauer diejenigen, die sehr abzeichnenden Raum weg von König und auf Ende, auf Brett mit einer Umwandlung großes Materialgewinn bedeuten. Das bedeutet, zwischen Bauern und Figuren ist immer ein ganz wichtiges Zusammenspiel, die man sehr gut in Prozenten fast immer definieren kann. Jetzt kommen wir noch einmal zu ganz wichtigen Auseinanderhalten von verschiedenen strategischen, nicht Strategie, strategische wichtige Felder. Für strategisch ist gemeint, für einen Plan wichtige Felder, für ein gezieltes Verfahren in einer Partie. Erstmal eigenes Strategieraum, zweitens die KOZ, gegnerischer strategischer Raum. Und wie ich schon gesagt habe, wenn sich Dame und König befinden auf Nonnenfeld, Feld, auch diese Felder. Wir haben auch gemischte Felder, gemischte Räume. Unter diesem Begriff haben wir ganz einfach gemeint, dass ein strategisches Feld, ein KZ-Feld und vielleicht noch Nonnenfeld ein Raum bilden, die aus verschiedenen Einzelräumen kommen. Das ist extrem wichtig bei Königsangriff, dass man sieht, dass der Raum um König nicht aus einer Art von Feldern gebunden ist. Da haben wir Basisfelder, wenn der König auf G8 steht, Feld G7 von einer schwarzfeldrigen E5-Strategie. Dann haben wir vielleicht KOZ-Felder, wenn wir eine E4-Strategie spielen, F7 und H7. Wenn der König auf H7 oder H6 steht, haben wir H6 ein Nonnenfeld. Das sind Komplexe, die man gezielt mit eigenen Steinen einballen sollte und dann eigene Aktivität durchführen sollte. Wir haben immer oder wir reden immer von Stärken und Schwächen. Wir haben nie, wie wir schon gesagt haben, wir haben nie schlechte Figuren. Wir haben nur Figuren, die auf schlechte Felder stehen. Das bedeutet, wir haben Felderschwächen. Wir haben keine Bauern, schlechte Bauern. Die Bauern sind auf schlechte Felder. Jetzt kommt die Frage, wahrscheinlich, ich hoffe, dass sie kommt, was ist mit isolierten Bauern? Auch diese steht auf eine schlechte, auf einem schlechten Feld oder eine schlechte Linie, wenn das eine halboffene Linie ist für Gegner. Dann ist Bauer Isolani extrem gefährdet. Wenn er aber Isolani steht auf einer geschlossenen Linie, wo auch der gegnerische Bauer auf Linie steht, ist Isolani trotzdem kein schlechter Bauer. Zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wo von schlechten und guten Feldern geredet wird. Die Doppelbauer im Zentrum sind gute Doppelbauern, wenn dagegen ein Bauer steht. In selbe Linie, weil sie dann zentral Felder kontrollieren. Bekannt ist von Bobby Fischer mit schwarzen Figuren, Bauer C5 und Bauer C6. Die haben alles kontrolliert und die Partie war gewonnen. Was ist Schwäche von Bauer, Läufer und Springer? Was ist die Schwäche? Die sind nur auf ein Farbefeld aktiv aus einer bestimmten Position. Bauern und Springer tauschen das, wenn sie sich bewegen, Läufer bleibt. Problem von
Figuren, die beide Farben gleichzeitig angreifen, Turm und Dame. Die sind aber schwach wegen ganz anderen. Die sind sehr viel wert. Jeder Springer, jeder Läufer, jeder Bauer kann sie vertreiben von überall. Und das muss man im Mittelspiel in eine sehr starke Koordination bringen. Ich habe hier mit Hilfe von Hans im Dokument gezeigt, wie entwickelt sich ein Feld. Erstmal, wir angreifen ein Feld. Das ist Feld E5 Stern. So schreiben wir auf. Zweite, wir besetzen ein Feld mit einem Stein. Wenn der auch geschützt ist oder anders gedacht gedeckt ist, ist das sehr gut. Und drittens, dann ist Feld erobert oder Feld oder Raum erobert. Bei Raum können wir drei Sterne setzen, wenn wir absolute Kontrolle haben und der Gegner kann das nicht verhindern. Das ist wichtig. Wie wir schon gesagt haben, es gibt keine schwachen Steine. Warum nicht? Es gibt nur schwache Felder. Und genauso weiter unter Dame und so weiter. Alles habe ich erklärt, nur hier ist schön aufgeschrieben. Wir haben jetzt Thema Strategie allgemein und Thema Bauern- und Figurenstrategie. Im ersten Teil werden wir allgemein ein bisschen besprechen und dann die Bauernstrategie im Mittelspiel und dann werden wir das untermauern mit einem Beispiel. Und Teil 2 werden Figurenstrategie und restliche, weil dann ist allgemeine Thematik, die ich heute angreifen musste, fertig. So, was ist gemeint? Wir haben hier, wie wir schon gesagt haben, strategischer Raum, Kauzit. Was muss ich beachten? Handlungsprinzip muss ich beachten. Ich muss beachten, Unterschied zwischen strategischen Feldern und meine strategischen Felder und KOZ und gegnerischen strategischen Raum. Und hier ist wiederholt der Handlungsprinzip. Die Farbe von Feldern unter 1 strategische Felder und KOZ müssen wir kontrollieren. Und die Felder unter 2, die andere Farbe, müssen wir angreifen. Das ist rote Faden durch ganzes Mittelspiel, Eröffnung und so ist das. Wir haben heute noch ein paar Worte zur Bauernstrategie. Wie in Bauernstrategie spielen die Bauern Schlüsselrolle. Die Figuren, die I-Figuren, Läufer, Springer, unterstützen nur. Die Bauern spielen entscheidende Rolle. Es gibt auch eine wichtige sogenannte. Wir haben 4 Regeln, sogenannte von Bauer Vorrücken. Aber erst allgemein. Wenn strategisches Raum ist gesichert oder nicht angegriffen, dann haben wir vorzurücken
immer die Bauern auf Flügel, abhängig von Zielsetzung. Ist das Spiel Richtung König, Königsangriff, dann die Bauern auf Flügel Richtung König. Oder ist Spiel das weg von König, dann Richtung Flügel weg von König. Wir sollten mit keinen zentralen Bauern spielen. Ich werde das im Beispiel zeigen. Warum nicht im Zentrum? Man sollte erstmal strategisches Raum nicht schwächen mit vorrückenden Zentralbauern. Die werden nur dann integriert ins Spiel, wenn sie zusätzlich einen Druck ausüben, dem ich nicht oder anders. Wenn ich neue Kräfte brauche und ich habe keine, dann wäre und ich bin in Raumvorteil, ich habe klare Druck auf gegnerische Stellung und der Gegner muss sich verteidigen. Er hat keine Zeit anzugreifen. Und wenn er keine Zeit anzugreifen kann, habe ich auch ein sicheres Raum, wenn die Bauern nicht mehr absichern diesen Raum. Was bedeutet? Hier sind aufgezählt mehrere Varianten. Ich werde nicht in alle gehen, das kann man sich einfach, sagen wir, nachlesen. Ich werde nur auf diesen Beispiel gehen. Bauer C2, D3, E4, F3, G2. Da sind die Bauern auf alle Felder von einer E4-Baumstrategie. Was will ich damit sagen? Das ist ein Weg. Aber so kann man keine Partie gewinnen. Wenn wir diese Keil machen, müssen wir sich anders aufbauen. Vielleicht Bauer C2, D4 mit Loch, vielleicht den wir zumachen können. D4, E4 und dann mit G4, F4 vorstoßen. Oder umgekehrt mit B4, A5 vorstoßen. Weil irgendwann müssen wir nach vorne mit Flügel bauen. Das ist die Pointe. Ich schlage vor, dass man sich hier ein bisschen nachliest. Was ist der Unterschied zwischen offenes Zentrum und zwischen geschlossenes Zentrum? Bei einem offenen Zentrum sind fast immer keine Zentralbauer E4 und D4 und keine Baumstrategie vorhanden. Bei einem geschlossenen Zentrum sind fast immer die Spitzbauern, der definiert die Baumstrategie, vorhanden. Und immer ist ein Flügelvorstoß notwendig. Nächstes ist wichtig, was ist die Rolle von Figuren in Bauernstrategie? Die spielen untergeordnete Rolle. Die müssen die vorrückende Bauern unterstützen. In der Regel sollten sie hinter Bauernkette platziert sein. Weil so können sie leichter unterstützen. Was sollen wir in eine Bauernstrategie tauschen? Es ist logischerweise, wenn schon tauschen, dann tauschen Figuren. Weil in Bauernstrategie spielen Bauern entscheidende Rolle. Das ist, was wir wissen müssen. Wenn wir Bauern tauschen, werden wir hundertprozentig unsere starke Bauernstrategie verlieren oder aufgeben müssen und dann nach ganz anderen Regeln vorgehen.
Das heißt nicht mehr auf Flügel anzugreifen mit Bauern, wenn man Zentrum in Kontrolle hat und so weiter und so weiter. Extrem wichtig ist, dass Raum hohe, wichtige Rolle spielt in Bauernstrategie. Und das machen die Bauern im Zentrum. Sie stehen zentral auf Spitzfeld und kontrollieren Doppelfelder für alle Kauziehs dieser Farbe. E4 Bauer, alle weiße, F5 und D5 in beide Richtungen. Und damit schon ein Bauer auf Spitz ankündigt, eine Richtung. Ist keine volle Richtung, ist keine volle Kauziehs, aber er sagt, ja, wenn noch jemand kommt dazu, bilden wir schon eine KOZ und das ist schon eine komplette Richtung. Das bedeutet, was sollten die Spieler bei einer Bauernstrategie bestrebt sein? Das ist ganz einfache Regel. Sie sollten die Bauern behalten. Und die sollten auf Flügel mit Bauern vorstoßen und Initiative aufgreifen. Wenn man bei einer Bauernstrategie Flügelbauer nicht nach vorne schiebt, egal ob das vor dem König ist und der König nackig ist, das ist kein Problem, weil diese Bauern beschäftigen gegnerische Figuren, die nicht König angreifen können. König kann ohne Problem, ohne Schutz sein. Ohne jegliches Problem. Man braucht keinen Schutz für König, der nicht angegriffen werden kann. Das ist Grundbasisidee. Und zweite Sache ist, neben Opfer, wenn eine Figur vernichtet, helfen die Bauern, Bauernschutz von gegnerischer König vernichten. Das ist wichtig zu wissen. Ohne Bewegung Bauern nach vorne, die unterstützen Initiative. Figuren allein können sehr selten ausrichten, sogenanntes Gewinnpotenzial. Das ist wichtig zu wissen. Aber Matthias, wenn der Gegner jetzt skandinavisch spielt, dann mache ich doch im Grunde genommen als Weißer alles verkehrt, was ich nur machen kann, Warum? wenn ich den Bauern schlage. Warum? Ja, weil er dann weg ist. Ja, aber das muss man wissen. In Skandinavisch spielt Weiß eine D4-Bauernstrategie. Er vernichtet D5 Bauern und dann kann der Gegner nicht mit einer Bauernstrategie Zentrum blockieren. Mit Schlagen habe ich Entscheidung getroffen, dass ich in nächsten zwei, drei, vier Zügen übergehe in eine Figurenstrategie E4, aber Hauptstrategie, Bauernstrategie D4. Das ist Regel. Wir verfolgen nicht mehr. Und dann kann er dagegen nicht setzen. Ich kann D4 Bauernstrategie spielen und er kann keine spielen. Und weil ich mit D4 kontrolliere E5, kann er fast 100% keine E5-Strategie spielen. Bauernstrategie. Und dann muss er mit einer Figurenstrategie D5 dagegen setzen, die ich aber sehr schnell mit Hilfe von C-Bauer oder mit Hilfe von Läufer C4, Springer C3 sehr schnell unter Kontrolle habe. Ich habe bessere Entwicklung, ich habe schwarzsinnige Strategie, aber mir muss klar sein, dass ich nach E4, D5 und Schlagen E4 Strategie als zweitrangige habe.
Weil sonst werde ich das nicht schlagen. Sonst kommen wir in die Situation, ich vernichte den gegnerischen Bauer, gewinne nicht Tempo mit Springer C3, gewinne nicht Tempo mit D4 und Läufer C4. Dann habe ich Tempoverlust. Und der Gegner kann sich ausbreiten im Zentrum und die Stellung, wenn ich bestrebe, weiter E4-Strategie, wird auf Ende vielleicht noch besser für Schwarz. Deine Bemerkung ist richtig. Nur, ich muss erkennen, weil ich schlage, muss ich ändern die Strategie. Die andere Strategie, die schwarze, wird die Hauptstrategie. Um die baue ich alles auf, weil er sich nicht mit einer D5-Bauernstrategie dagegen setzen kann, weil er hat keinen Bauern mehr. Ist das vielleicht eine kleine kurze Erklärung? Ja, alles gut. Das bedeutet, wir haben jetzt ein sehr gutes Thema von Jens aufgeschnitten. Was ist zu tun, wenn der Gegner schafft oder für mich ist vorteilhaft, dass ich aufgebe meine Bauernstrategie. Ich gebe meine Bauernstrategie nur dann an, wenn ich eine zweite Strategie anstreben kann, die stärker ist und Übermacht auf Brett hat, oder wenn ich ein klares Materialgewinn habe, aber nicht kleines, Bauernminimum. Nur ein bisschen Raum ist zu wenig, dass ich jetzt. Ich werde jetzt ein kleines Beispiel hier zeigen. Warum in dieser Stellung anbietet Weiß Bauer? Und wenn der Gegner nimmt, erstmal ist jetzt Raummöglichkeit auch für zweite Strategie, aber was ist wichtiger? Er kann nie wieder D5-Strategie spielen. Wir können aber beide Bauernstrategien spielen. Dieser Bauer ist eine Schwäche. Und im Falle, dass er diese Bauer deckt, wird er weitere Entwicklungsnachteile haben. Gehen wir zu so etwas. Das ist noch schlimmer. Ich schlage hier. Im Falle, dass er nicht nimmt, werde ich diesen Bauer behalten. Wenn er nimmt, habe ich Entwicklungsvorsprung. Wenn er einen normalen Zug spielt, habe ich weitere und stabile Strategie. E5 kann nicht kommen. Und was passiert jetzt? Der Problem in so einer Stellung ist, die Dame ist immer wieder mit nächsten Läufer C4, Läufer D2, Springer F3, Rochade, Turm auf E-Linie. Und der Vorteil ist, erstmal, ich habe aufgegeben weiße Strategie, ich habe dafür viel stärkere D4-Strategie wie Gegner D5-Strategie. Und was ist zusätzlich noch? Ich kann auf beide Seiten rockieren, wenn notwendig ist. Ich kann Entwicklungsvorsprung in stärkere Initiative umbauen. Das ist entscheidend zu verstehen. Ist noch eine Frage? Jens, hast du vielleicht noch eine? Moment jetzt gerade nicht, nein. Jetzt reden wir über Formen. Was ist überhaupt Formen? Wir haben zwei Arten von Formen. Formen ist eine Beurteilungsformel gemeint. Besonders wichtig für Aufschreiben von alles, was wir über eine Stellung denken, sehen, finden. Wir haben zwei Arten von Beurteilung. Grundsätzliche. Erste ist Beurteilung nach dem Zug. In die Beurteilung nach dem Zug haben wir eine breite
aufschreiben oder eine ganz kurze aufschreiben. Das bedeutet, man kann mit Worten schreiben, E4 Bauernstrategie, aber das tun wir nicht. Wir schreiben nur so. E4S, Klammer auf, plus Bauer E4, Klammer zu. Und das war's. Was heißt plus Bauer E4? Auf Feld E4, Spitz, der größte Wertfeld in einer E4-Strategie, befindet sich ein Bauer. Und das betonen wir. Und nichts anderes. Wie wird das mit Figuren? Das ist, heißt Formel. Formel ist, dass wir neben bei Beurteilung vor dem Zug, neben E4S, E4-Strategie, eine Bauernstrategie so definieren mit BS, wenn wir Beurteilung vor dem Zug machen. Warum ist der Unterschied? Unterschied: Beurteilung vor dem Zug ist eine Bestandaufnahme, was wir auf Brett sehen. Beurteilung nach dem Zug ist Beurteilung von allen Fakten, auch wichtigen Fakten, die der Zug bewirkt hat. Und das ist unterschiedlich. Bei Beurteilung nach dem Zug sagen wir, wir haben drei Steine, Bauer, Läufer, Springer, die eine KOZ kontrollieren. Bei Beurteilung vor dem Zug sagen wir nur, in KOZ G7, Klammer auf, drei Steine, Klammer zu. Diese Bestandaufnahme ist abgekürzte Aufschreiben von Fakten auf Brett, die aber nutzen sollen, dass ich Zugkandidaten finde und über Zugkandidaten geeignete Zug. Und jetzt ganz einfach. Ich werde jetzt, wenn ich glaube, dass zu Text nicht viel Fragen sind. Ich werde ganz einfach sagen, kommen wir in dieser Stellung, egal welche. Zum Beispiel diese Stelle. Ich habe eine Fernschachpartie. Was soll ich denn tun? Als erstes, egal, spiele ich weiß oder schwarz, soll ich mir Theorie in eine Fernschachpartie aus dieser Stellung zusammensuchen. Ich finde sie in Welttheorie, wenn ich Abo habe oder wenn ich, sagen wir, in Gruppe von Spielern bin, welche austauschen, welche Videos haben und welche austauschen, auch Sammlung und Experience, dann habe ich auch Anspruch auf weiße und schwarze Theorie von Schachschule. Und ich kann dann auch diese benutzen, dass ich mir in dieser Stellung richtige Züge, die ich brauche, zusammenziehe und zusammenfinde. Wenn ich Theorie habe, schaue ich mir, was ist in so einer Stellung möglich, und dann erst definiere ich die KOZ, strategische Räume, und so weiter. Wir können nicht nur arbeiten mit Denktechnik und wir können nicht arbeiten nur mit Theorie. Die meiste Theorie auf Welt ist geschrieben für OTB und Boardpartien. Da spielen andere Regeln wie bei Fernschach. Bei Fernschach muss die Theorie viel tiefer überprüft sein wie Onboard-Schach. Das bedeutet, Onboard-Theorie, OTB-Theorie ist nur unsere Info, dass wir zusätzliche Informationen mit unserer Denktechnik überprüfen.
Passt das in unserem Spiel oder nicht? Ist das so oder nicht? Wir haben hier zum Beispiel immer eine Situation, dass viele Leute, nachdem sie Zug haben, vielleicht auch ein paar Gedanken machen über Denktechnik, sie holen sich keine Theorie und dann fangen sie mit Engine zu analysieren, ob das die Denktechnik unterstützt. Dieses Verfahren ist falsch. Man muss die Theorie als erstes zusammenkopieren. Man muss mögliche Züge in Option, was heißt das? Zugkandidaten, auf das kann ich das erwarten, auf das kann ich das erwarten. Das alles hilft mir, die bekannte Theorie, die ich mir zusammensuche in einer Stelle. Und wenn ich das irgendwie auf eigene Art, ohne Theorie, sich denke, ja, jetzt wird er aber auf D4 schlagen. Was ist möglich? Kein Problem. Aber das ist nicht das, was man sich vorstellt. Weil das ein schlechter Zug ist. Die Dame ist stark, Einfluss von weißen Feldern ist stark. Nach E4 kommt eine morosche Baumstruktur und der Gegner hat nichts entwickelt. Und wir haben ohne was zu bewegen starken Läufer, Springer hinter dem Bauern, Einfluss auf Kauz in Bertha 7 und so weiter. Was will ich damit sagen? Nicht ein bisschen gucken auf Brett, Engine einschalten und das war's. Und dann, wenn die Engine zeigt, anpassen diese Züge, was der Engine zeigt, zur Denktechnik. Aha, nach Beurteilung wäre das diese Strategie, weil Engine sagt, dass ich diese Strategie spiele. Das ist der falsche Weg. Ich muss Strategie definieren, ich muss Rest definieren und dann muss ich sagen, Engine, bitte überprüfe, ist ein Loch in meinen Gedanken. Das ist die richtige Art. Gut. Das war so ein bisschen, weil ich ein paar Mal besonders bei Analysen merke, dass die Leute einfach viel oder auch nicht viel Züge bewegen in Analyse. Aber ich vermisse klare Theorie, die untermauert Informationen, die sie dazu bewegen, überhaupt zu Kandidaten zu definieren. Es funktioniert nicht nur, dass ich Stellungen, verschiedene Züge beurteile, ohne weitere Züge zu berücksichtigen, weil die Leute, die das jetzt so weit sind, dass sie erste Züge in Option müssen beurteilen, nicht nur ein Zug in Option, 3, 4, 5 Züge in Option und dann wird kompliziert, dann ist dann fast Beurteilung unmöglich. Deswegen kombinieren wir, dass wir die Theorie hineinkopieren. Wir beurteilen dann die Zugkandidaten, welche besser passt in Stellung. Aber wir überprüfen mit Engine auch die Variante, ob da ein Loch ist, was führt hinter unsere Beurteilungen. 1 bis 2 Züge in die Tiefe ist ganz normal schon jetzt nach 6 Monaten Denktechnik. Aber das ist zu wenig, dass wir Fernschach tief nur mit dieser Beurteilung von ausgeübten Zugkandidaten und vielleicht berücksichtigen einen Zug in die Tiefe als Zug in Option. Das ist zu wenig für Fernschachspielen. Für Üben absolut gut. Man sollte nicht zu viel auf einmal, weil dann kommt es zu Kuddelmuddel und kein Mensch versteht mehr, was er tut. Aber immer tiefer wird sich das bewegen. Man anfängt erstmal überhaupt keinen Zugkandidaten als Option zusätzlich zu nehmen. Nach bestimmter Zeit, wenn das klappt und Beurteilungen gut sind, man nimmt dann ein Zugkandidat, was ich erwarte. Und dann nehme ich einen Zugkandidat vom Gegner und meine Antwort darauf. Und auf Ende nehme ich 2 in Breite und 2 in die Tiefe. Und das ist nicht mehr einfach. Wir haben einen Versuch gehabt, Jens hat das versucht und
Es war nicht einfach. Ich glaube, Jens kann das bestätigen. Hast du durchaus recht. Das ist sehr, sehr kompliziert und man muss also wirklich hochkonzentriert Sukzessive. dabei sein. Sukzessive muss man sich daran arbeiten, dass man zum Beispiel zwei Züge in die Breite als Zugkandidaten und zwei Züge in die Tiefe bei jedem Zugkandidat von zwei Stück. Das ist schon eine Mordsleistung, wenn jemand das hinkriegt. Gut, fangen wir an mit heutigem Beispiel. Heutige Beispiel hat eine Geschichte und die Geschichte ist folgendes. Fängt an mit Springer F3. Auf alten Zeiten haben wir C5 gespielt, ist aber noch immer ein spielbares Repertoire. Jetzt werde ich ein bisschen aus Spaß ein Engine dazulegen, dass ihr seht, wie die Partie gelaufen ist von rechentechnisch. Die Züge waren als Zugkandidaten per Denktechnik gefunden. Und ich werde auch ein bisschen Geschichte erzählen zu dieser Variante. Wie ist die gelaufen? Diese Partie hat eine von ersten in Denktechnik bei mir gespielt, in Danube Cup, Thomas Gebur gegen Slowenien. Und es war schon sehr schnell klar, dass wenn wir wollen gewinnen, Danube Cup, muss er die Partie gewinnen. Deswegen habe ich ein bisschen mit ihm zusammen das beurteilt, Züge gesucht und mir war eine bekannte Partie, weil Gegner war slowenischer Spieler. Kovac. Und als Schwarze hat diese Partie gespielt, slowenischer Spieler Courget, Großmeister mit 2,565, gegen Europameister Pauls. Wir haben gewusst, dass der Weiße die Partie kennt und die Partie Courget, Pauls Courget war im Mi. Und wir waren überzeugt, dass er diese Partie folgen wird. Wenn so etwas ist, in unseren Plan, Übergang in eine stabile D4 zu verhindern. Und so weiter. Aber das ist nicht heute die Thema. Etwas ist jetzt klar. Der Weiße kann im Moment, aber auch wahrscheinlich nie wieder, eine D4-Baumstrategie spielen. Er muss auf eine E4-Baumstrategie setzen. Hier sind verschiedene Meinungen mit Sebastian. Er ist der Meinung, dass der richtige Weg ist, Springer raus, direkt. Und ich bin der Meinung, dass das besser ist. Die Partie ist so gelaufen. Und der Weiße ist in eine sogenannte Morochi-Baumstruktur übergangen. Und der Schwarze hat sehr flexible, er hat sich entschieden, einen weißfeldigen schwarzen Läufer lange nicht zu bewegen. Und er hat sich entschieden, einfach mit Leichtfiguren Zentrum anzugreifen. Fesselung, Druck auf E4 Bauer. Das ist ein sehr wichtiger Moment. Weiß muss seine Puppen zusammenhalten. Schwarz hat seinen Läufer entwickelt, aber er hat nicht die Absicht, wenigstens nicht, wenn das keinen Gewinn bringt, für Springer auf C3 abzutauschen.
Bei so etwas wäre F4 und dann E5 mit Läufer G2, Rochade auf Groß, ein klares Nachteil. Hier war notwendig, sehr klug zu agieren. Mit D6. Und jetzt rochieren. Und jetzt große Rochade. Das ist Kampfansage und angeblich sollte das Remis garantieren. Und jetzt ist Aktivität von Schwarz ganz wichtig. Schwarz muss sehr schnell reagieren. Und wenn der Schwarz jetzt zusammensieht Figuren, ist der weiße König schlecht. Einzige Figur, die im Moment noch nicht spielt, ist Läufer. Der wird seine Rolle kriegen. Und die Bauern E4, C4, F4 haben nur optisch viel Raum, aber sie sind auch verpflichtend. Ein Tempozug. Dame auf A6, weg von weißen Feldern. Springer B5. Jetzt ist Anfang von einer ganz interessanten Kombination. Ein kleines Opfer. In dieser Stellung ist klar, wir haben einen Bauer auf A2 und zwei Springer für Dame. Wenn wir noch gut nachrechnen, ein Bauer, glaube ich, auf Dora 6 ist besser wie Bauer auf C4. König ist nicht so gut und Entwicklungsvorsprung. Gegner versucht Druck auszuüben. Er kann sich nur so entwickeln. Jetzt findet Schwarz als einzige eine Bauernstrategie, die entscheidende Rolle spielt. Der Gegner opfert sein Turm, weil er sich ausrechnet, dass er Läufer auf B4 erhält. Entscheidend in dieser Stellung ist Folgendes. In Partie Pavels mit Weiß gegen Courget hat Courget Turm auf A6 gespielt. Und die Partie war Remis. Ich habe die Partie nicht drinnen. Wir haben bis jetzt gefolgt die Partie Pavels gegen Courget und jetzt gefunden diesen Zug. Jetzt ist aber alles anders. Dass der Weiße erstmal schlägt, wäre hier Springerpaar abzutauschen für Läufer, weil Läufer ist sowieso schlecht auf schwarze Felder. Extrem wichtig ist, begrenzen Arbeit vom weißen Läufer und damit aus einer E5 Figurenstrategie in eine D5, E5 Bauernstrategie übergehen in eine D5 Figurenstrategie.
Und damit wird sehr, sehr viel Raum gewonnen. Der Bauer wird eine wichtige langfristige Rolle spielen. Deswegen darf er nicht fallen. Das ist klar. Und jetzt ist extrem wichtig, Entwicklung von letzten Stein. Das ist Läufer auf C8. Zum Beispiel, auf Läufer H3 wäre H5 und dann ist schon sehr schwierig. Deswegen ist logischer Zug Turm D1. Turm auf eine offene Linie. So sind alle Steine irgendwie gebunden. Springer auf E5. Bedeutet, Läufer kann nicht auf E4 schlagen, Bauer bleibt. Zum Beispiel, wenn der Läufer schlägt, ist Figur weg, ja? Und auch so ein Zug, so ein Abzugsschach. Ja? Das sind so kleine Tricks, die direkte, indirekte Deckung und so weiter. Läufer schlägt, Turm geht raus. Und jetzt ist der Witz der Sache. Die Dame ist die schlechteste Blockadefigur. Jederzeit kann Springer G4 kommen, Bauer vorzustoßen. Aber dafür ist noch zu schnell. Extrem wichtig ist jetzt, gegnerische König verschlechtern. Man kann hier nachdenken, was passiert, wenn er vorbeigeht. Das Problem von dieser Stellung ist, auf die Art, nicht hier Turm nehmen, alles blockieren, alles in Kontrolle zu haben und dann Vorstoß vorbereiten. Das sind so kleine Sachen, die man sich immer in Analyse vorstellen muss. Er versucht jetzt, König zu schützen, mit Läufer. Bauer ist sehr gut gedeckt, Springer kann niemand angreifen oder bedrohen. Läufer Weißfeldrige von Schwarz ist stark. Einfach eine vorteilhafte Stellung. König versucht sich zu schützen. Luftloch ist immer gut. Er will unbedingt hinter Bauer und Läufer versteckt bleiben. Deswegen, was ist der richtige Weg? Läufer abzutauschen. Das Problem ist, wenn er Läufer nicht tauscht, muss er weggehen. Und dann ist der Druck auf B3 sehr groß und dann automatisch auch auf Dame. Deswegen muss er schlagen, Turm schlägt, zum Beispiel Turm D4 und dann weitere Vorstoß vom Bauern. Es wird ein sogenannter Vorpostenplatz für Springer auf G4 gemacht. Und dann wird vorgestoßen, Bauern. Deswegen ist einer von besten Zügen einfach kontrollieren Feld G4. Damit ist die Bauernstruktur H3 und G3 verschlechtert. Zum Beispiel auf so einen Zug Turm D1 zurück
wäre auch eine Möglichkeit. Wird alles gesetzt auf Vorstoß von diesen Bauern. Angegriffen, vorstoßen. Springer wieder von anderen Feld, D4, vorstoßen. So funktioniert ein Angriff. Er probiert einfach die Baumstruktur wird vernichtet. Und jetzt ist klar. Man fragt sich, was ist mit diesem Zug? Aber im Partie war König C4. Einfach nach vorne. Und jetzt war nur technische Frage. Wie wird gewonnen diese Stellung? Wie macht man das? Und wenn man hier sieht, die sieben Steine. Und sieben Steine zeigt an Matt in 33 Zügen. Damals war noch nicht zu reklamieren. Und hier war Reklamation möglich, weil damals waren nur sechs Steine möglich. Diese Partie zeigt, wie eine Baumstrategie verschwindet vom Brett oder überhaupt nicht kommt auf Brett, nur weiße hat, verschwindet. Er geht auf seine zweite Baumstrategie und der Schwarz macht nichts. Er anstrebt mit zwei Figurenstrategien und macht nichts. Solange das alles kommt, jetzt ist klar, dass E5 Bauernstrategie von Schwarz. Die Partie entscheidet und dann wieder Übergang in weiße Strategie, Figurenstrategie, wo der Bauer vorstoßt und dass der Emily Bauer Partie gewinnt. Immer waren mir Zweifel, was ist mit diesem Zug? Das war etwas, was ich nicht sicher war, ob ich das richtig abschätze. Hier ist Weg zurück falsch. Jetzt muss man schlagen. Aber wir spielen mit selben Motiv wie vorher.
Bauer G3 und H3 sind geschwächt. Fast identische Motive sind vorhanden. Nur Unterschied ist, Frage, ob man nach so einem Zug überhaupt hier diesen Bauer irgendwie, sagen wir, ins Spiel hält. Lieber ist wahrscheinlich hier so aggressives Spiel notwendig. Die Läuferpaare ist jetzt grandiose Sache und der Läufer von Weiß hat eine Diagonale, die ihm nichts bringt. Ne? Grundsätzlich ist bei so einem Spiel, wo die Dame gegen ein paar Figuren, Leitfiguren ist, oder Turm, oder zwei Läuferpaare, oder Läufer und Springer und Bauer, wo die Dame so solches Verhältnis ist. Ist extrem wichtig, dass alle Figuren aktiv spielen. Die müssen sehr aktiv spielen. Das ist der Knackpunkt. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber nicht viel. Gut, ist irgendwo eine Frage? Ist ein bisschen klar, wie man mit Figurenstrategie und Baumstrategie oder besser, wann und wie Baumstrategie entscheidende Rolle spielt. Frank, hat dir gefallen die Partie? Ja, hat mir gefallen. Aber es stellt sich auch, es ist viel zum Nachdenken, ja. Ja, entscheidend ist, dass man im richtigen Moment Verbesserungen von Theorie findet. Gut. Jens, hast du vielleicht noch eine Frage? Ich kenne die Partie ja nun aber auch schon. Ach, wirklich? Ja, wie oft haben wir uns die angeguckt? Ah, bin ich so eine, das immer dasselbe zeigt? Nein, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Zu dem heutigen Thema passt sie ja nun mal am besten. Es ist auch so, ne, diese Partie ist sehr gut gespielt. Ne? Und dann, Problem ist, dass sehr spät Engines verstehen überhaupt diese Partie. Ne? Also, ich sag mal so, als Lernfaktor kann man diese Partie nur jedem ans Herz legen. Ja. Gut, ich bedanke mich für euch. Wenn keine Fragen mehr sind, bis nächstes Mal. Vielen, vielen Dankeschön. Dank, Matthias. Bis dann, Matthias. Ciao. Ciao.